Einen wunderschönen und ein bisschen leiseren guten Tag zurück bei 7 Days to Die. Ich denke mir jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich dieses bei 7 Days to Die, was sich das so schön reimt, da habe ich das irgendwie früher gefühlt, habe es mit Absicht gemacht und jetzt kommt es mir jedes Mal irgendwie albern vor, wenn ich das so sage. Weiß ich nicht. Ich bin ein wenig kränklich, deswegen vielleicht auch ein bisschen leiser und zuweilen ein bisschen heiser. Und ja. Möglicherweise in den Höhen der Töne ein bisschen nicht ganz so gut. Ne? Aber der Kürbisbrauner. Alles andere ist gut. Wir können ja jetzt getrost alles ernten, weil wir jetzt auch alles einlagern können. Deswegen war so meine Überlegung, warum machen wir das nicht? Ein bisschen. Das Jahr ist irgendwie so ein bisschen verflucht bisher. Irgendwie alles bisher noch nicht so ganz schön. Jetzt heute schon wieder, es hat ja den ganzen Tag so ein bisschen die Sonne geschienen und es hat sich bei mir schon direkt bemerkbar gemacht, dass ich schon gleich ein bisschen motivierter wieder war. Moment. Ja. Ja, danke. Freue ich mich. Es ist, Kaffee, den habe ich jetzt ganz frisch gemacht, okay. Ich meine, das ist ja, schon direkt mit einer zerbröckelnden Freundschaft begonnen hat. Das Thema hatten wir ja schon. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, keine Ahnung, Wochen her. Da bin ich mittlerweile wieder recht entspannt, was das betrifft. So, ich denke mir, ey, vielleicht ist in der Sache noch nicht so gänzlich das letzte Wort gesprochen und vielleicht ja irgendwann sich das auch mal wieder regeln, weiß ich nicht, anderes Thema, aber das hat schon ein bisschen mitgenommen, dann ach Gott, ich merke so richtig, dass die Stimme nicht da ist, wo sie sein sollte. Es nervt mich massivst. I'm sorry, ich kann es jetzt heute, ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. Ich merke, ich kann das Einzige, was ich mal machen kann, ist, Entschuldigung, ich mir noch mal ein Schweizer Kräuterbonbon rein. So. Dann fange ich zwar an zu nuscheln, weil ich schon Bonbon im Mund habe, aber vielleicht löst es so ein bisschen den Dings im Hals, der sich auf die Stimme legt. Ja, dann war ich ja hoch motiviert gewesen in meinem Urlaub. Ich dann dachte, okay. Da kannst du jetzt mal richtig wieder was machen, produzieren und Kram. Wo ich ja dann auch irgendwie die eine Hälfte meines Urlaubs unter massiven Schulterschmerzen litt und die andere Hälfte dann, das war ja dann die Aufnahme vor, weiß nicht, vorletzte Aufnahme oder so, wo ich dann auch so Kopfschmerzen hatte, so, weil dieser ganze Urlaub im Arsch war. Also, das war die letzte Aufnahme, oder? Weil das ist jetzt, genau. Das ist jetzt eigentlich
die Aufnahme nach meiner ersten Arbeitswoche, nach dem Urlaub, die jetzt zugegeben nicht am Samstag wie üblich getätigt wird oder ausweichend mäßig am Sonntag, sondern am Dienstag, weil ich am Wochenende dermaßen massive Halsschmerzen hatte, dass meine Stimme heute vergleichsweise gut klingt. So, also es ist es ist aber momentan auch irgendwie ein Massenausfall. So. Das war bei mir auf der Arbeit auch ganz spannend, weil während meines Urlaubs auch da die Kollegen viel ausgefallen waren. Also da herrscht zwischenzeitlich tatsächlich ein wenig Knappheit. Und es ist jetzt auch im Moment also ein bisschen egal, was man für Videos guckt. Irgendein Video von Zoe Matea gesehen, wo sie dann auch zwischendurch erwähnt, es tut dir leid, dass er so viel rumhustet. Dann jetzt gerade ein Video von Alicia Joe gesehen, die dann auch meinte, es tut mir total leid, dass irgendein Video nicht kam, weil sie leider krank war. Das im Moment ist, glaube ich, gerade so ein allgemeines Massensterben quasi. Gerade einfach alles und jeder krank. Bisschen Katastrophe. So, das können wir jetzt alles hier einpacken. Muss man ja nutzen, nicht wahr? So, apropos nutzen. Ich habe doch hier drüben jetzt. Es ist so witzig, als wir hier angefangen haben und hatten hier dieses einsame Zelt, wo wir noch die Holzwände reingezogen haben. Oha. Hier ist jetzt so nach und nach alles gewachsen ist. Hier halt auch ein Riesenlager mittendrin. Geh gerade mal zu Fuß zum Händler rüber. Ja, ich bin immer gespannt. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, was dieses Jahr betrifft. Denn meine Erfahrung zeigt mir eigentlich, dass Put away your weapon unless you'd like to die in my store. Just shut the fuck up. Wir gucken wieder nach Blade Traps. Kaufen wir auch mal, werden wir nämlich auch brauchen. Be careful out there. Yeah, you will get hurt. So, was wollte ich sagen? Also immer wenn ich mal irgendwie motiviert war, weil ich dachte, ach, das Jahr fängt schon so gut an, das kann nur gut werden. Passierte meistens dann eher das Gegenteil. Je besser ein Jahr bei mir anfängt, desto schlimmer wird's am Ende. Highly beängstigend.
Ja, und halt auch irgendwie andersrum. Also. Dieses Jahr fängt echt so scheiße an. Glaube ich, wird es dieses Jahr. Wurscht, du. Ziemlich viele, ziemlich geile Momente geben. Der Februar ist jetzt rum. Also wir haben jetzt noch diesen einen Tag heute. Ist dann mal wieder Schaltjahr, also haben wir auch mal wieder einen 29. ja, und dann ist morgen meteorologischer Frühlingsbeginn. Frage, mache ich hier direkt den Schaltraum dann hin? Bin ich schon schlau. Ist für mich eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ist für mich immer irgendwie was Motivierendes. Man merkt es aber halt auch mittlerweile wirklich schon auch massivst an, an der Helligkeit, an der Tageslänge. Da lassen wir alles über eine. Wir können eigentlich auch alles über eine laufen lassen. Vom Prinzip her. Hab ich noch Steine oder habe ich alle verballert? Material schluckendes Lagerhaus. Und überlegt, dass ich hier schon mal, dass das jetzt gerade die zweiten 500 sind, die ich durchballer. Das heißt, da sind schon mal 500 durch. Also, stimmt, da fällt mir auch ein, ich wollte das eigentlich noch ein bisschen schöner machen, ne? Hatte ich ja eigentlich gesagt. Jetzt so auch nicht mehr dran, ne? Ja, Lagerhaus steht ja jetzt das erste Mal. Verschönern kann man das immer noch. Jetzt mal nicht zwei Projekte gleichzeitig auf. So, jetzt ist natürlich die Question. The Question, ne? Wegen der Blade Traps. Ich will eigentlich. Achso, ich hab ja. Ich kann ja einfach stur wieder nach Plan bauen. Nach Vorlage. Ich hab das ja alles notiert. Und nach diesem Plan haben wir eine 11er Breite. 1, 2, 3, das ist 5, 7, 9, 11.
So. Aber wieder so ein bisschen. Ja, einen Verteidigungsturm weiterbauen. Der wird natürlich nicht zur nächsten 7. Nacht fertig. Bis Tag 42 schaffe ich nicht. Auch wenn ich jetzt mal so ein bisschen endlich anfange, hier was zu machen. Aber wenigstens dann schon mal ansatzweise. Zumindest wenn wir jetzt schon mal ein bisschen loslegen, können wir, glaube ich, entspannt in Richtung Nacht 49 gehen. Denn bis dahin müsste das ja dann fertig sein. Ach Gott, Nacht 49. Jetzt mal überlegen, da ist dann schon. Da ist dann schon Mitte März. Geht es dann auch schon extrem auf Ostern zu. Ich bin mal gespannt, wie sich das Wetter so weiterentwickelt. Es ist ja jetzt die ganze Zeit doch eher mild, auch wenn die Einzelberechnungen immer mal wieder die Chance auf noch mal Kalt und Schnee einräumen. So wird das doch irgendwie regelmäßig dann auch immer wieder rausgerechnet. Also da von diesen Rechnung bleibt immer nicht viel am Leben. Und die Chance wird natürlich immer geringer. Also mittlerweile, also noch ist die Chance grundsätzlich gegeben, aber sie ist jetzt schon sehr gering. Natürlich, wenn noch mal so ein Tiefdruck, sagen wir mal, mit starkem Ostwind oder so, Ostströmung, kann nochmal kalte Luft hier reinkommen, aber die Sonne selbst ist ja jetzt auch schon zu hoch und schon wieder zu warm. Oh! Achso, hier sind wir ja auch schon. Hier ist ja Quatsch. Liegt die schon immer da? Ein hässlicher Stiefel. So, jetzt müssen wir da erstmal die Steine wieder ein bisschen noch durchrödeln. Die wir da produzieren. In unserer Werkbank. Das ist dann entsprechend. Packe ich die auch erstmal noch mal wieder weg. So, dann gehen wir mal Airdrop holen. Haben wir gerade sonst nichts zu tun. Ach, schön. Ich mag meine kleine Festung. Sicherlich kann man an vielen Bereichen noch mit sehr viel mehr Details arbeiten und Verschnörkelungen und Kram. Aber trotzdem, hier so mein Hof mit meinen Beeten. Also ich finde das schon. Warum habe ich hier hinten das Dach eigentlich nicht? Auch so.
Mal drüber nachdenken, wenn wir wiederkommen.